Wir haben ein bisschen das Glück, als Berliner Tischtennisverband im Leistungssport praktisch angehörig zu sein. Und in Berlin hat das zumindest genehmigt, dass wir als Leistungssportler im Tischtennis noch spielen dürfen. Ich freue mich besonders auf jeden Fall, die Fortschritte der Kleinen zu sehen. Also im Tischtennis fängt man ja relativ früh an. Ja, auch die ersten Wettkämpfe, die wir endlich wieder machen dürfen. Wir haben jetzt seit vier Monaten schon keine richtigen Wettkämpfe mehr gehabt. Die sind trotzdem alle seit 3-4 Monaten voll im Training, geben so viel Einsatz wie eigentlich noch nie. In der Hoffnung, dass man die Turniere dann irgendwann fortführen kann und dass wir dann gut vorbereitet sind. Und dann gerade immer noch rauszukommen, mit denen arbeiten zu können, Fortschritte zu sehen, ist natürlich total motivierend. Also, dass wir jetzt nicht abgebrochen haben, sondern dass selbst die Kleinen weitermachen konnten, dass man trotzdem irgendwie eine Routine hat, trotzdem Alltag hat. Dass Turniere stattfinden werden oder Spiele in den nächsten Jahren. Und das macht mir Mut, weiter zu trainieren.